Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Lucia und ich darf euch im Namen unseres Teams recht herzlich zu unserer Reportage begrüßen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Transformation des Sozialraums durch Partizipation der Jugendlichen in deren Gemeinde. Ziel ist es, einen Entwicklungsprozess von Partizipation aufzuzeigen und darzustellen, welche Bedeutung dieses Thema denn überhaupt für unsere Gesellschaft hat. Für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gibt es zahlreiche rechtliche Grundlagen, beispielsweise die Kinderrechtskonvention der Vereinigten Nationen, die Agenda 21, das Weißbuch Jugend der Europäischen Union, die EU-Equal-Programmleitlinien und die Europäische Charta des Europarates zur Beteiligung junger Menschen auf kommunaler und regionaler Ebene. Besonders auseinandergesetzt und geforscht mit der Thematik hat sich ein Schweizer Sozialgeograf und Erziehungswissenschaftler, ein Professor für Sozialraumforschung und Sozialraumarbeit und Co-Leiter des Instituts für soziale Arbeit und Räume der OST Ostschweizer Fachhochschule. Sein Name ist Christian Reutlinger. In diesem Beitrag möchten wir daher den Blick auf diesen Experten und der Wissenschaft legen und ein Wesentliches für unser Thema dazu beleuchten. Weiters wird in diesem Beitrag erläutert, welche Ansätze der Partizipation im Kontext der Sozialraum, Jugend und Gemeinde denkbar sind. Einblicke dazu wird uns Professor Lang geben, welcher an der Bertha von Suttner Universität lehrt. Dieser wird uns auch ein Projekt vorstellen, welches sich mit der Zukunft und Jugendlichen beschäftigen wird. Abschließend möchten wir euch ein eher praktisches Projekt aus Oberösterreich vorstellen, welches eine Möglichkeit zeigt, wie Partizipation der Jugend in der Gemeinde gestaltet werden kann. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Unterhaltung und gebe weiter an meine Kollegin Sonja Orthaber. Lange Zeit wurde Raum nur als Territorium und als vorgegebene, absolute, nicht veränderbare Einheit betrachtet und verstanden, wie auch Christian Reutlinger mit seinen zahlreichen Ausarbeitungen zum Sozialraum deutlich macht. Dies ändert sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts, denn ab hier rückt ein relationales Raumverständnis in den Vordergrund, welches die doppelte Verbindung zwischen physischem, territorialem bzw. geografischem und sozialem Raum fokussiert. Deshalb auch der Name Sozialraum. Wichtige Personen für dieses Umdenken waren hier unter anderem Georg Simmel, Emile Durkheim und Henri Lefebvre. Genau dieses Doppelspiel ist auch für das Thema unserer Reportage von besonderer Bedeutung, um einen Sozialraum wie zum Beispiel die Gemeinde durch Partizipation von Jugendlichen veränderbar zu machen. Allerdings benötigt es laut Christian Reutlinger einen Perspektivenwechsel von Partizipation von Jugendlichen, und er hat dazu folgende These angeführt. Erwachsene im Allgemeinen und institutionelle und pädagogische Akteurinnen und Akteure im Besonderen vertreten die Meinung, dass Kinder und Jugendliche Partizipation erst einmal lernen müssen, bevor sie mit umfassenden Mitbestimmungs- und Mitentscheidungsrechten ausgestattet werden. Ein notwendiger Perspektivenwechsel verabschiedet sich von diesem Defizitblick und öffnet den Blick für die Frage, wie Kinder und Jugendliche ihr Leben bewältigen, sich in öffentlichen Räumen positionieren, in denen sie gleichzeitig als partizipierende BürgerInnen in the making oder als solche, die das noch lernen müssen, adressiert werden. Wie dieser Perspektivenwechsel von Partizipation von Jugendlichen vonstatten gehen kann bzw. soll, wird im Folgenden Herr Universitätsprofessor Dr. Richard Lang, welcher passend zu dieser Thematik ein Forschungsprojekt leitet, erläutern. Also das Forschungsprojekt heißt Jugendgemeinde 2050, digitale Bildungsangebote in Niederösterreich. Und das ist ein Forschungsprojekt, das beauftragt wurde von der Jugendinfo Niederösterreich. Das ist eine Organisation des Landes Niederösterreich, das eben nahe an der Landesverwaltung steht und deren Aufgabe es ist, Jugendliche in verschiedenen Lebensphasen zu beraten, wie sie weiterkommen in ihrem Leben, was für Möglichkeiten sie haben. Also Informationsarbeit leisten, für Jugendliche auch Bildungsarbeit bis zu einem gewissen Grad. Und dieses Projekt bearbeiten wir an der Bertha von Suttner Uni in Kooperation mit Kolleginnen der Technischen Universität Wien.
Und es ist auch ein Studienprojekt. Also wir arbeiten auch mit Studierenden aus beiden Einrichtungen. Und bei uns in St. Pölten ist das im Studiengang Soziale Arbeit. Und in Wien an der TU sind zwei Fakultäten da involviert. Im Sommersemester war das die Fakultät für Raumplanung und Studierende von dort. Und in diesem Semester sind das Studierende der Informatik. Also es zieht sich, dieses Projekt zieht sich über zwei Semester. Ja, was ist sozusagen die Aufgabenstellung in diesem Projekt? Ja, es geht darum, mal die Lebenswelt der Jugendlichen im ersten Schritt zu analysieren und zu erforschen. Was sind also Bedürfnisse, Ideen, Vorstellungen, die Jugendliche haben, wenn es um ihre unmittelbare Lebenswelt in der Gemeinde geht. Und die zweite Gruppe, die wir uns ansehen, sind die sogenannten Jugendgemeinderätinnen. Das sind sozusagen die formalen Vertreterinnen der Jugendlichen in Gemeinden in Niederösterreich, sind also normale Gemeinderätinnen, die sich aber hauptsächlich mit solchen Jugendanliegen beschäftigen. Und da gibt es auch eine gesetzliche Vorgabe, dass eigentlich in allen Gemeinden Niederösterreichs solche Jugendgemeinderätinnen eingerichtet werden müssen. Ja, und von dem ausgehend, sich mal anzusehen, wo sind die Anliegen, wo sind die Bedürfnisse, haben wir uns dann auch angesehen, wie sich die Interaktion eben zwischen diesen Gruppen, Jugendlichen und den spezifischen Gemeinderätinnen zu ihren Anliegen gestaltet. Wie bringen sich die ein? Wie werden Themen aufgegriffen? Und ja, und auf dem aufbauend findet dann eine Entwicklung und Forschung dazu statt, wie durch sogenannte digitale Tools, digitale Angebote, diese institutionelle Jugendarbeit profitieren könnte. Was ist das Potenzial sozusagen, das in der Digitalisierung liegt, für diese Art der Jugendarbeit und Jugendvertretung? So könnte man es zusammenfassen, ja. Und wie würden Sie sagen, hat sich die Partizipation von Jugendlichen in den Gemeinden rückblickend entwickelt? Grundsätzlich ist zu sagen, dass es natürlich verschiedene Wege gibt, über die Jugendliche grundsätzlich partizipieren können in Gemeinden. Man muss da die mal politische Partizipation unterscheiden, natürlich von anderen Wegen, wie über Vereine, wie über die offene Jugendarbeit. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten grundsätzlich, wie sich über die Schulen auch, über Bildung natürlich, wie sich Jugendliche ins Gemeindeleben einbringen können und wo Angebote sind. Ja, was bei uns aus dem Forschungsprozess bisher herauskommt, ist, dass es hier schon Veränderungen gegeben hat. Einerseits gibt es natürlich jetzt seit einiger Zeit dieses Angebot, dass es spezifische Gemeinderätinnen gibt, die sich um Jugendanliegen kümmern. Das heißt, hier gibt es eine konkrete Ansprech, soll es eine konkrete Ansprechperson geben für Jugendliche. Andererseits, wenn wir jetzt mal weggehen vom Gemeinderat und von dieser formalen Partizipation, wird eben festgestellt, dass grundsätzlich diese Face-to-Face-Interaktion mit Jugendlichen im öffentlichen Raum, also im physischen Raum, jetzt nicht im digitalen Bereich, schwieriger wird. Also Jugendliche sind schwieriger oder schwerer zu erreichen über klassische Wege,
die auch die Jugendarbeit im öffentlichen Raum eben durch Treffen oder durch einfach Kontaktaufnahme normalerweise durchführt. Das gestaltet sich schwieriger. Das hat man auch beobachtet, natürlich in der Covid-19-Zeit jetzt, in der Pandemie, weil es da allgemein auch eine Verschiebung gegeben hat von öffentlichen Räumen in virtuelle Räume. Also es gibt einen Rückzug von Jugendlichen in die Privatsphäre. Nur haben wir durch die Gespräche eben gesehen, dass man das nicht alleine auf die Pandemie zurückführen kann, sondern dass eigentlich schon vorher diese Tendenz da war, dass sich Jugendliche aus öffentlichen Räumen auch zurückziehen, ja, und in Privatheit gehen und dort über andere Wege, die eben noch zu erforschen sind, eigentlich partizipieren, wenn man es jetzt im weitesten Sinn beschreibt. Und ja, und da liegt natürlich jetzt die Herausforderung: Wie erreiche ich Jugendliche eben angesichts dieser Situation, durch diesen Rückzug und diese Verschiebungen? Und da kommen natürlich die digitalen Medien auch ins Spiel und Informationswege. Und welche Ansätze von Jugendpartizipation gibt es bereits in den Gemeinden? Da komme ich wieder auf die drei, vier Wege zurück, die grundsätzlich Jugendlichen in Gemeinden zur Verfügung stehen. Das eine ist über den Gemeinderat natürlich, über sich zum Beispiel über Wahlen einzubringen, hier sich zu äußern, aber auch Gemeinderätinnen direkt anzusprechen. Da gibt es eben welche, die sich um Jugendanliegen spezifisch kümmern. Und das muss man unterscheiden von der Jugendarbeit, die stattfindet natürlich in Verbänden. Also es gibt auch diese verbandliche Jugendarbeit, Vereinsarbeit, seien das jetzt Sportvereine, verschiedene Vereine eben, die sich in der Freizeit mit Jugendlichen beschäftigen, Landjugend, Feuerwehr, gibt ja viele solche Vereine, das fällt hier auch rein. Dann gibt es natürlich den Bildungssektor, Schulen, da könnte man auch das Thema der Jugendpartizipation anschließen. Und dann gibt es die sogenannte offene Jugendarbeit, das sind also Organisationen der Sozialarbeit, die sich in Gemeinden und Regionen engagieren und hier mit Jugendlichen Kontakt aufnehmen. Ja. Und Niederösterreich spezifisch gibt es eben diese Art der Jugendgemeinderätinnen, die Empfehlungen, Maßnahmen für Jugendliche vorschlagen sollen und die sozusagen als Drehscheibe funktionieren zwischen diesen einzelnen Organisationen, die ich jetzt genannt habe. Und darüber liegend gibt es noch die sogenannte Jugendinfo Niederösterreich. Das ist eine, ja, Verbindungsorganisation auch zwischen dem Land Niederösterreich, zwischen der Landesverwaltung und den Gemeinden. Die versuchen jetzt als eine zentrale Drehscheibe dann noch zu agieren. Und so eine Institution gibt es eigentlich in fast allen Bundesländern. So eine Art Jugendinfo, Stelle, die, ja, die sozusagen eine Intermediärsorganisation ist zwischen dem Land und den Jugendlichen und anderen Organisationen. Ja. Und abschließend, mit Blick auf Ihr Forschungsprojekt, möchten wir jetzt gerne noch wissen, wohin soll es gehen? Wohin soll es gehen? Es soll dahin gehen, dass wir Vorschläge unterbreiten, Empfehlungen entwickeln, wie man mit digitalen Tools die Kommunikation, Interaktion zwischen Jugendlichen und ihren Vertreterinnen auf Gemeindeebene und auch anderen Stakeholdern allgemein gesprochen verbessern kann, im Sinne der Jugendlichen natürlich, dass sie ihre Anliegen einbringen können, unkompliziert sich einbringen und auch umgekehrt, dass Organisationen, die mit Jugendlichen zu tun haben, auch einen Weg finden können, an Jugendliche heranzukommen, sie zu aktivieren, sie zu mobilisieren, teilzunehmen. Und ja, daran arbeiten wir jetzt im Wintersemester. Da
gibt es eben verschiedene Design-Workshops mit auch den Kolleginnen der TU. Was könnte es hier für Werkzeuge geben? Da gibt es gewisse Ideen, die wir schon spinnen. Und ja, ist aber noch, wir stehen hier noch am Anfang. Wie Partizipation von Jugendlichen in deren Gemeinde aussehen kann, weiß Sascha Reischl aus Oberösterreich ganz genau. Er ist systemischer Coach und Trainer und leitet zahlreiche Projekte rund um das Thema Partizipation, Jugend und Gemeinde. Bis zu einer Einwohnerzahl von 6000 Einwohnerinnen ist dieser für die eigene Gemeinde zu kontaktieren, um Projekte gemeinsam mit Jugendlichen zu gestalten. Beispiele für solche Projekte sind zum Beispiel mobile Jugendleitung, der Partybus oder SWOT. Letzteres soll nun im folgenden Video verdeutlichen, wie Partizipation von Jugendlichen in Gemeinde auch Bezug nehmend auf die Politik gestaltet werden kann. Das Beteiligungsprojekt für Ihre Gemeinde. Das sogenannte SWOT-Team, Schwerpunkt an Teilnahme, hat stellvertretend für alle Jungwähler aus dem Bezirk Linz-Land die Gemeinde, Bezirks- und Landespolitikerinnen einer investigativen Befragung unterzogen. Nähere Informationen finden Sie unter www.saschareischl.at. Boah, wenn du was in den Kopf setzt, dann schaffst du das. Immer das Ende bedenken. Was immer du tust, bedenke das Ende. Die Wahrheit ist dem Menschen nicht nur zumutbar, sondern er hat ein Recht darauf. Die Thematik Jugendliche, Partizipation und Gemeinde hat eine äußerst wichtige gesellschaftliche Relevanz. Denn die Kinder und Jugendliche sind ein großer Teil unserer Bevölkerung. Es sind jene, die die Zukunft unserer Gesellschaft darstellen. Daher ist es auch sicherlich angebracht, sie in der Planung bzw. Gestaltung unserer Gemeinden zu berücksichtigen und mit einzubeziehen. Der gesellschaftliche und vor allem der technische Wandel, die Globalisierung, Pandemien und der Klimawandel stellen alle in der heutigen Zeit lebenden und künftigen Generationen vor größte Herausforderungen. Die Kinder und Jugendliche sind dabei das schwächste Glied in der Kette. Das dürfen wir auch im Hinblick hin zu einer alternden Gesellschaft nicht vergessen. Aus diesem Grund liegt es uns sehr am Herzen, die Interessen der Kinder und Jugendlichen bei gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen mehr mit einzubeziehen. So auch bei der Gestaltung des Sozialraums wie der eigenen Gemeinde. Bitte tun Sie das auch, denn die Kinder und Jugendliche sind unsere Generation von morgen. Ich darf mich im Namen unseres Teams ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Zuschauen, für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.